Herzlich willkommen bei diesem Kurzvideo zum digitalen Unterrichtspaket von Netzwerk Neu. Sie haben sich wahrscheinlich erfolgreich die Klett-Sprachen-Applikation heruntergeladen, sich registriert und verfügen über einen Code, sodass Sie das Buch hier runterladen konnten. Man kann es kapitelweise machen, um Speicher vielleicht auf dem Device zu sparen, können Sie einfach nur die Kapitel herunterladen, die Sie gerade benötigen. Ansonsten können Sie natürlich auch alle runtergeladen haben. Wenn Sie unterrichten und das Lehrbuch projizieren möchten in der Klasse, am Whiteboard oder über den Beamer, können Sie das hier machen. Sie können alle Audios und Videos natürlich anklicken und ich gehe einfach mal in ein Kapitel hinein und Sie können, was ganz wichtig ist, im Unterricht natürlich auch die Lösungen visualisieren. Hier gehen wir davon aus, dass die Teilnehmer diese erste Übung gemacht haben. Und wenn ich hier auf dieses Symbol klicke, öffnet sich diese Übung und wenn man hier auf Lösung klickt, dann sehen wir hier in Blau eine Lösung, die korrekte Lösung oder einen Lösungsvorschlag. Sie können hier dieses zweite Symbol anklicken und dort haben wir ein kleines Wortschatzspiel. Dieses Wortschatzspiel können sich die Teilnehmenden natürlich auch über die Applikation Klett Augmented kostenfrei über das Handy aktivieren. Sie können natürlich auch die Videos und die Audios ebenfalls zu Hause sehen und hören. Und in diesem Fall sehen wir ein Bildelement. Das ist ein Vokabular aus dem Kapitel. Wenn wir hier auf das Fragezeichen klicken, dreht sich diese Lernkarte um. Und hier sehen wir, dass es um den Begriff beim Ticketkauf helfen geht. Und wir haben auch hier eine Konjugation und wir können diesen Satz auch hören. Er hilft beim Ticketkauf. Und dann geht es auch schon zum nächsten. Hier wird ein Kaffee mitgenommen und so weiter. Hier haben wir also diese Wortschatzübung. Dann haben wir eine weitere Übung. Hier habe ich einen kleinen Lautsprecher. Wenn ich den anklicke, dann kann ich die Audios jeweils hören. Gespräch 1. Guten Morgen. Morgen. Einen Kaffee zum Mitnehmen, bitte. Und ich kann hier in dem Fall natürlich auch das Transkript aufklappen und im Unterricht zur Hilfe hinzuziehen. Oder ich gehe hier auch wieder in den Modus Übung und dann hätte ich auch wieder die Visualisierung der Lösung. In dem Fall wären hier die Zahlen ausgefüllt, sodass wir die Kombination von Wort und Bild gemacht haben. Dann geht es weiter. Wenn ich weiter blättern möchte, dann habe ich die Möglichkeit, hier oben beispielsweise die nächsten Seiten aufzuklappen. Und hier sehen wir wieder, dass ich alle diese Übungen, in diesem Fall wäre das dann schon der Inhalt des Kapitels, hier gibt es Lesetexte, Aufgaben dazu, Schreibaufgaben und so weiter. Und hier habe ich eben auch die Phonetikübungen, die jeweils mit einer Sprechblase versehen sind. Und auch hier gibt es die Lösung und hier habe ich ein kleines Video auch zur Phonetik, das ich kurz anspielen werde. Ja, morgen ist Samstag. Nein, ich weiß noch nicht, was ich mache. Und du? Ich schau mal ins Stadtmagazin. Und dann können wir nachher noch einmal sprechen, okay? Bis dann! Es gibt so viele Möglichkeiten, was mache ich nur? Oh, es ist Theaterfest. Und Janosch feiert Geburtstagsparty. Stefan will mit mir frühstücken in der Stadt. Ach hier, ein Straßenfest. Frühstück statt. Manchmal spricht man Sch-t, Sch-t, und manchmal S-t. So, das sind so kleine Hilfsmittel, die sich die Teilnehmenden über die Videos aufrufen können, die helfen, gerade bei etwas schwierigeren deutschen Phonemen eine richtige Aussprache zu verwenden. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter klicke, dann zeige ich hier noch, dass es eine weitere Wortschatzübung gibt und hier haben wir ein Video. In diesem Video geht es um die Netzwerk-WG.
Was für ein Stress. So viele Termine. Erst zur Bank, dann schnell zum Termin beim Chef, um 12 Uhr zur Post, in der Mittagspause zum Fitnessstudio, nach der Arbeit schnell zum Bahnhof Oma abholen. Ja, da ist der Tag ganz gut voll. Hier gibt es genauso wie vorher auch das Transkript, was ich unten aufklappen kann, wenn es nötig sein sollte und im Unterricht verwenden möchte. So, das ist eine der Mitbewohnerinnen der Clique oder der Netzwerk-WG. Und in jedem Kapitel gibt es kleine Geschichten rund um diese WG, die bestimmte Situationen zeigen, die bestimmte Handlungen szenifizieren, in denen die Lernenden eben sehen können, wie in diesem Fall die Redemittel verwendet werden. Hier gibt es ein weiteres Symbol, nämlich diese Tafel. Wenn ich diese Tafel anklicke, habe ich ein interaktives Tafelbild. Sie können übrigens die gesamten Bücher offline verwenden. Sie brauchen lediglich zu Beginn ein bisschen WLAN, um das Login zu machen und einmal die Kapitel runterzuladen. Ab dann können Sie, auch wenn hier die Browserfenster aufgehen, können Sie komplett offline arbeiten. Hier in dem Fall, diese Tafelbilder sind so arrangiert, dass man zum einen eine Hilfe aufrufen kann. Hier geht es um zum Beispiel wo, wohin und woher und die entsprechenden Deklinierungen. Und hier ist es so, dass es eine kooperative Übung sein sollte. Ein Lernender oder Lernende kann hier das Fragewort eintragen und irgendjemand kann dann Stopp rufen. Ich drücke auf Start. Ich mache das jetzt mal selber. Stopp. Fitnessstudio, genau. Dann wäre die Frage an eine dritte Person, wo bist du gerade? Und die Person kann antworten im Fitnessstudio. Oder wenn die Frage anders wäre, dann wäre sowas wie, wohin gehst du heute Nachmittag? Ich gehe ins Fitnessstudio. So können sich die Lernenden untereinander fragen oder man kann diese Übung auch als Kettenübung organisieren. Tafelbilder finden Sie in jedem Kapitel. Und hier gibt es auch schon wieder ein Video. Hier ist nämlich, was muss ich zuerst machen, was muss ich dann machen? Ich klicke da kurz mal rein. Ja klar, was musst du ausdrucken? Nur 2 Kinotickets. Oma und ich gehen heute Abend ins Kino. Kein Problem, das mache ich schnell. Vielen Dank, das ist super nett. So, hier, Datei runterladen. Und öffnen. Jetzt drucken. Ja, das klappt auf Anhieb jetzt erstmal nicht. Man fühlt sich da aber auch recht gut mit identifiziert mit solchen Situationen. Die Netzwerk-WG ist eben so gedacht, dass man sich eben, das ist auch ein bisschen die Lebenswirklichkeit, widerspiegeln kann. Es gibt, um hier weiter zu blättern, noch die grauen Seiten, die in der Regel mehr Texte oder auch Strategieübungen oder Schreibaufgaben mit enthalten. Und bei den letzten Übungen geht es um die Netzwerk-WG, wo nochmal konzentriert die Übungen alle zu den einzelnen Szenen gemacht werden können. Und dann gibt es noch eine Kurz- und Klarseite mit Redemitteln und Grammatik. Ich kann hier in dem Fall die Seitengröße größer machen mit dem Plus oder jeweils die Zahl eintragen, sodass ich also die Übungen größer machen kann. Hier kann ich auch theoretisch eine andere Seitenanordnung anklicken, wenn ich das vertikal haben will oder wenn ich das horizontal haben möchte oder eine kombinierte Seitenausrichtung, das jetzt mal ein bisschen kleiner mache, dann kann ich also alle möglichen Kombinationen hier angeben, je nachdem, wie ich dann weiter scrollen will, ob ich das nach rechts oder nach links oder nach oben, nach unten scrollen möchte. Dann gibt es hier oben ein Symbol, hier kann ich eine Notizseite, eine leere Notizseite aufmachen und diese Notizen dort auch speichern. Dann habe ich eine Werkzeugleiste und hier gibt es die üblichen Werkzeuge, dass ich hier zum Beispiel etwas
markieren kann. Ich kann aber auch den Stift benutzen und hier jeweils etwas anzeigen in der Dicke, in der ich das gerne hätte. Ich kann dann aber auch beispielsweise solche Quadrate hier eintragen und ich kann diese Quadrate natürlich auch einfärben, sodass ich dann genau diesen Teil dann verdecke. Interessant kann auch sein, dass ich die Aufnahmefunktion verwenden kann. Ich kann hier also mich aufnehmen. Ich drücke hier mal drauf. Und dies ist eine Aufnahmeprobe. Und dann höre ich das an. Und dies ist eine Aufnahmeprobe. Ja, ein kleiner Versprecher. So, dann habe ich also diese kleine Audiodatei hier gespeichert. Die kann ich jederzeit wieder abrufen. Hier können die Teilnehmenden natürlich auch hier kleine Aufnahmen machen, wenn man das im Unterricht machen möchte und dann am Ende der Einheit zum Beispiel wieder anhören und gucken, ob sich der ein oder andere in der Phonetik verbessert hat. Das Ganze kann ich auch mit Film machen. Ich kann die Kamera, wenn ich eine Kamera habe am PC, kann ich diese Kamera hierüber aktivieren und eine Videoaufnahme machen. Das möchte ich in diesem Fall, mache ich das lieber nicht. Dann geht es nämlich hier gleich los und dann werde ich gefilmt. So, Sie sehen also, wie das in ungefähr dann aussehen würde. Dann gibt es noch die letzte Möglichkeit, nämlich einen Link zu setzen. Mit wem muss ich sprechen? Hier haben wir zum Beispiel ein Druckerproblem, drucker.de. Und dann habe ich diesen Link gesetzt und der bleibt dann auch hier gespeichert. Den kann ich hier über diesen Mülleimer natürlich auch wieder löschen. So, wenn ich jetzt die Werkzeugleiste wieder lösche oder wieder wegschalte, dann habe ich wieder das normale Buch und ich habe noch eine letzte Sache, nämlich eine Lesezeichen, die ich setzen kann. Und wenn ich hier in dieses Feld klicke, dann habe ich zum einen die Seitennummer, dann habe ich alle Anmerkungen, die ich gemacht habe, die ich auch hier drüber löschen kann wieder. Und ganz wichtig ist hier, wo die Klammer ist, da habe ich nämlich genau das, was ich dann als Zusatzmaterial brauchen könnte, nämlich das Lehrerhandbuch komplett als PDF, die Kapiteltests, die Lösungen, den Wortschatz, die Transkripte, Sie können hier also runterscrollen und haben alle diese Dinge, die Sie als PDF dann verwenden können im Unterricht. So, das ist im Großen und Ganzen das, was Sie mit dieser Applikation machen können. Sie können natürlich auch im Arbeitsbuch alle Bücher, alle Kapitel anklicken. Ich gehe kurz mal hinein. Wenn Sie nämlich runterscrollen, dann haben Sie dort auch das Arbeitsbuch und genau das Gleiche. Sie können dann auch die Lösungen jeweils dann visualisieren. In diesem Kapitel gab es jetzt ein Phonetikvideo, in anderen Kapiteln gibt es entsprechend zum Beispiel ein Grammatikvideo oder ein Redemittelvideo. Und auch diese können Sie dann verwenden, sodass dann die Teilnehmenden ein recht breites Angebot von Wortschatz zu Grammatik, Phonetik und Redemittel und Videomaterial zu der Netzwerk-WG, also reichlich Medien haben, mit denen Sie dann Ihre normale Unterrichtsprogression auch anreichern können. Viel Spaß beim Verwenden!